Wir sind sehr outdoor-affin und haben so einige Aktionen durchgeführt, die wir auf unseren YouTube-Kanälen festgehalten haben. Zum Beispiel eine Mehrtageswanderung mit Tarp und Hängematte, wo ein Trecker über mein Solarpanel rübergefahren ist. Der ist über mein Solarpanel drüber gefahren. Es hat das ein bisschen hier zerkratzt. Widerlich. Oder eine Trekkingtour zu Fuß in Portugal, wo wir vor der Abreise direkt im Flughafen bivakierten. Das hier, das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Moin. Danach mit Flixbus eine 36 Stunden Hinfahrt auf uns genommen haben, fast jede Nacht im Freien nächtigten und uns im Fluss sauer machten. Ich habe im portugiesischen Fluss Blubberblasen gemacht. Teilweise bestes Wetter, aber teilweise schlechtes Wetter hatten und wir einmal im Schlaf von der Flut überrascht wurden, uns flüchtig auf einer Insel retten mussten und eine weitere Nacht nicht von der Insel runterkamen. Ja, Alter, wir werden hier komplett überflutet hier. Ach, du heilig. Was sind wir, Alter? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Was ist das, Alter? Und das wird immer tiefer irgendwie. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Wie viel da weggerissen wird. Anschließend bin ich mit dem Flixbus 36 Stunden zurückgefahren. Ohne Geld, ohne Essen, ohne Trinkwasser, aber dafür mit kaputten Toiletten. Das war die schlimmste Busfahrt meines Lebens. Oder wo wir als Challenge für ganze 36 Stunden auf einem Baum verweilt und übernachtet haben. Guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit den urinfarbigen Seilen. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So, es fängt an zu regnen. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf. Es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft. Weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Boah, es hat nur durchgehend geregnet. Alles ist nass. Socken nass. Schlafsack nass. Das ist nass. Oh, selbst Experiment ist ein voller Erfolg. Guten Morgen, geliebter Naturin. Oder wo wir ganz spontan nach Sizilien geflogen sind, um ganz minimalistisch nur mit vielleicht dem Rucksack, Schlafsack und Müllsäcken, den wir als Schlafsetup nutzten. Guten Morgen. Wir haben im Müllsack geschlafen. Es war zwar sehr regnerisch und windig und der Schlafsack ist ein bisschen feucht, aber das hat ein bisschen geklappt. Bei Wind und Wetter eine Bivaktour von 6 Tagen teilweise in einem Vulkangebiet gemacht haben.